zweiten Teil geht die Flussreise bei Neubruck im Mittellauf weiter. Ein weiterer rechter Nebenbach ist die Jesnitz, die am Winterbacher Ötsche entspringt und an den Orten Klaus, Kniebichl und beim Kalvarienberg in St. Anton vorbeifließt. Danach geht es bei der Teufelsmühle vorbei. Etwas abseits gelegen befindet sich dieses Kunstwerk hier. In den vielen Seitentälern ist die Nutztierhaltung ein wichtiger Bestandteil für die Nahversorgung der Menschen, die hier leben. Immer wieder fließen kleine Bachläufe von den Bergen hinunter ins Tal in die Erlauf. Bei Neubruck mündet die Jesnitz jetzt in die Erlauf. Von hier geht die Flussreise weiter. Viele Menschen leben hier mit der Natur im Einklang. Sie schätzen dieses Stück in ihrer Heimat. Die Erlauf hat hier im Mittellauf die Stadt Scheibs erreicht. Beliebtes Ausflugsziel ist die Wanderung auf dem Blassenstein, auf dem die Urlinger Warte errichtet ist. Von dieser Warte aus hat man einen herrlichen Ausblick auf die darunterliegenden Täler der Erlauf und auf das Ötschergebiet. Die Erlauf hat jetzt den Abschnitt bei Stock erreicht.
Über Söllingen geht jetzt die Flussreise Richtung Burgstall weiter. Bei einem Ortsbesuch mit Spaziergang durch die Gassen hier im Burgstall kann man wunderschöne Bauten bewundern und Plätze zum Verweilen entdecken. Ortszentrum steht diese mächtige spätgotische Kirche. Sie ist die heutige Pfarrkirche hier im Burgstall. Die landwirtschaftliche Nutzung prägte eh und je dieses Gebiet entlang der Erlauf. Sie ist eine Selbstverständlichkeit für die Selbst- und Nahversorgung in dieser Region. Ein unvergessliches, naturnahes Erlebnis ist das Durchwandern der Erlaufschlucht hier im Burgstall. Mit etwas Glück kann man der Wasseramsel bei der Nahrungsaufnahme zuschauen, die vorwiegend aus Köcherfliegen besteht und die sie dann auf einer Sandbank verspeist. Die Flussreise führt jetzt bei Mühling vorbei. Von hier ist es nur mehr ein kurzes Stück bis nach Wieselburg. Neben Kajakfahren ist auch Stand-up-Paddling sehr beliebt auf der Erlau.
die große Erlauf hat Wisselburg erreicht. Hier in diesem Flussabschnitt ist Stand-Up-Paddling als Freizeitvergnügen sehr attraktiv geworden. Hier an dieser Stelle in Wisselburg fließen kleine und große Erlauf zusammen. Die kleine Erlauf fließt als linker Zufluss in die große Erlauf. Sie entspringt in dem Gebiet zwischen Hochalm und Kresten. Auch die kleine Erlauf begleiten wir vom Ursprungsgebiet bis hierher zur Mündung in die große Erlauf. Hier im Ursprungsgebiet fließen neben dem Brettlbach noch viele Bachläufe in die kleine Erlauf. Die kleine Erlauf fließt jetzt bei Kresten vorbei. Die Erlauf hat den Ort Randeck erreicht, der sich im Mittellauf befindet. Danach fließt die Erlauf an vielen Orten vorbei, die sich im Laufe der Zeit hier angesiedelt haben. Hier im Unterlauf bei Erneck fließt die kleine Erlauf nur noch wenige Kilometer bis zur Mündung in die große Erlauf bei Wisselburg. Wir sind wieder zurück in Wisselburg. Hier fließen beide Quellflüsse, kleine Erlauf und große Erlauf zusammen. Ab hier heißt der Fluss nur noch Erlauf.
Nach etwa 2,5 Kilometer flussabwärts hat die Erlauf Betzenkirchen erreicht. Nachdem wir Betzenkirchen hinter uns gelassen haben, geht es weiter über das Eidichental und danach über Bergland weiter. Die Flussreise führt jetzt hier im Unterlauf bei dem Ort Erlauf vorbei, benannt nach dem gleichnamigen Fluss. Auch hier gibt es reizvolle Plätze mit herrlichen Ausblicken ins Erlauftal. Es ist soweit. Die Erlauf hat gleich die Mündung erreicht. Hier bei dem Ort am Rechen bei Böchlern, wo auch der Donauradweg vorbeiführt, mündet die Erlauf nach einer Länge von 70 Kilometern in die Donau. Doch unsere Reise führt noch einmal zurück in den Oberlauf, ins Quellgebiet der Erlauf. Denn hier in dieser Bergwelt hat der Herbst schon Einzug genommen. Und er zeigt mit seiner leuchtenden Farbenpracht die eindrucksvolle Herbststimmung, die schon bald das ganze Land erreichen wird. Thank you.
Thank you.